letzte Wein, den Sie im Glas haben. Und wir schließen damit im Südburgenland, das ist einem vierten Weinbaugebiet, ab, ist der Blaufränkisch 2011. Jetzt werden Sie sich denken, hallo, was ist denn da los? Wir haben heute Blaufränkisch-Lagenweine und da steht nur Blaufränkisch 2011 drauf. Das hat auch eine Geschichte, ist da dahinter, kommt vom Uwe Schiefer. Aus Welgersdorf, das ist eine ganz kleine Ortschaft im Südburgenland in der Nähe vom Eisenberg. Und der Uwe Schiefer hat Weinakademie gemacht und war vorher Gastwirt und Sommelier. Und wie er die Weinakademie gemacht hat, hat ihn der Ehrgeiz gepackt und hat gesagt, ich will Wein produzieren. Hat mit 8 Hektar angefangen, in der Zwischenzeit hat er 13,5 Hektar. Der Wein hat 13 Alkohol, 5,6 Säure und 1,2 Restzucker. Und der Uwe Schiefer war eigentlich ein Quereinsteiger. Ganz schwer, wenn jemand von irgendwo aus einer anderen Branche kommt und Weinbauer werden will. Soll ich halt einmal seinen Wein machen, dann werden wir schon sehen, was rauskommt. Und so ungefähr ist es halt gereint. Ja, aber der war ein sehr ehrgeiziger Bursch. Und hat dann in Pepe Ummertum aus Frauenkirchen auch Löcher im Bauch gefragt, was er tun soll und wie er das machen soll. Und der war von ihm so begeistert, dass er seinen Hallebüll im Jahr 99 oder 2000 Online-Versteigerung des Hallebüll gemacht hat, ältere Jahrgänge. Und hat dazu geschrieben, und der Reinertrag kommt den Uwe Schiffer zugute, der sich halt dann ein paar Geräte kaufen kann und Fassel kaufen kann, Press und so weiter, damit er Wein produzieren kann. Das ist anscheinend, ein Hallebüll war damals das ein wirklich ein sehr begehrter der Wein. Und die Versteigerung ist recht gut gelaufen, hat ein bisschen Geld gekriegt. Nur das Wichtigere war, von einem Tag auf einen anderen in Uwe Schiefer alle Leute, die mit Wein zu tun haben, kennt haben. Also einen Namen zumindest. Dann hat man den angeschaut und der Uwe Schiefer hat am Eisenberg Weingärten gekauft, die bekannteste Lage Rheiburg, hat er eigentlich bekannt gemacht und hat er als erstes, da hat es für DRC, war überhaupt kein Redner, hat er seinen Blaufränkisch Eisenberg getauft. Da hat gesagt, er wird denen sagen, wie man Blaufränkisch macht. Den anderen Winzer, nachdem man alle ausgelacht, wie es allen Pionieren gegangen ist. Und Tatsache war, dass er dann in London seine Weine präsentiert hat und auf einmal hat der Barker, also sozusagen der Weinpapst, wenn der Barker einen Wein in Bordeaux 100 Punkte gegeben hat, nur hat man auf jeden Fall den Wein unter 300 Euro die Flasche nicht mehr gekriegt. Ne? Der Barker hat dann auch in Uwe Schiefer sein Blaufränkisch bewertet und hat ihm 96 Punkte gegeben. Und damit hat er international den Durchbruch geschafft. In der Zwischenzeit hat es nur einen zweiten Wein gegeben, einen österreichischen, der auch mit 96 Punkten bewertet ist. Das waren alles andere, als ein drunter. Der Uwe Schiefer ist halt einer, der halt ein bisschen quer schwimmt und wenn es sein muss, gegen einen Wind auch schwimmt. Dann sind sie draufgekommen, wir machen Eisenberg DRC und der Uwe Schiefer hat eigentlich den Namen Eisenberg kreiert und weisen alle so behandelt haben, hat er gesagt, und ich mache dort nicht mit. Ergebnis ist, dass wir jetzt einen Eisenberg DRC von Uwe Schiefer im Glas haben, wo er nicht draufschreiben darf, Eisenberg DRC. Weil die einfach sagen, nein, wenn du dort nicht dabei bist und deinen Opulus zahlst, dann darfst du Eisenberg DRC nicht draufschreiben. Abgesehen davon denke ich mir, dass der Uwe Schiefer wirklich jetzt bewiesen hat, in relativ kurzer Zeit, dass er tolle Weine machen kann, die aber eher vom Stil her burgunderähnlich sind, also eher auf der eleganteren, weicheren Linie sind. Der hat auch nur 13 Alkohol, habe ich das jetzt gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ja. Und der Uwe Schiefer ist halt international
bekannt als österreichischer Rotweinwinzer, besser bekannt als er in Österreich selber ist. Und das Problem ist halt, er fühlt sich halt auch nicht besonders gut verstanden von vielen Funktionären des Weinbaus. Nicht? Und deshalb ist er halt dort nicht dabei. Mir ist wichtig, dass der Wein schmeckt. Und nachdem wir heute Lagenweine verkostet haben, denken wir, ist ein typisch südburgenländischer Lagenwein, ist eben vom Uwe Schiefer und deshalb haben wir ihn dazu genommen, obwohl er nicht DRC draufschreiben darf. Meine Damen und Herren, damit wären wir am Ende der Verkostung. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich überzogen habe. Ich hoffe, dass trotzdem irgendwann wiederkommen. Die nächste Gelegenheit wäre am Donnerstag, den 4. Juli um 18 Uhr. Das Thema ist Rotwein-Cuvées Jahrgang 2011. Wird sicher eine sehr interessante Geschichte. Für heute darf ich mich sehr für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.